Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update des Hafenplakat Opak Würfels vom 14.03.2020. Ich habe ganz viele Neuigkeiten. Das letzte Video ist richtig gut bei euch angekommen. Es war ja ein Makro-Video. Ich habe leider nicht die andere Makro-Linse gefunden. Ich werde aber noch mal ein bisschen gezielter suchen. Und wie ihr seht, das Becken ist immer noch das gleiche, das 25 Liter, aber der Wasserstand hat sich etwas erhöht. Ich möchte jetzt auch die nächsten Wochen den immer weiter erhöhen. Ich mache immer einen Wasserwechsel alle 1 bis 2 Tage von 80% und sie kriegen frisch gestüpfte Artemia, die ich jetzt auch mal just verfüttere. So. Und was gibt es so zu erzählen? Sie wachsen und gedeihen und ich bin echt zufrieden. Haben jetzt so eine ungefähre Größenordnung von ca. 1 cm im Durchschnitt, was natürlich sehr gut ist. Sie sind jetzt gut 3 Wochen alt. Kann natürlich manchmal ein bisschen schneller gehen. Aber es ist vollkommen in Ordnung für mich jetzt, so wie der Stand ist. Und sie werden weiß. Ich hoffe, man sieht es da. Bei dem linken sieht man es ja schon. Ich hoffe, dass die im hinteren Bereich auch vielleicht noch vorkommen. Da sind auch noch ein paar größere. Und die fressen fleißig die Artemia und dadurch werden sie natürlich kugelrund. Man sieht es auch an den gelben Bäuchen. Die hauen richtig rein und die Wasserbewegung ist jetzt, wo man sieht, auch moderat. Hier sieht man das. Ich habe ja hier so einen DIY Lufthebefilter, einfach einen Filterschwamm, und da drin ist ein Blubberstein. Für die ersten Wochen total ausreichend. Ich habe aber hier schon im anderen Becken den am Einlaufen. Das ist ein neuer Lufthebefilter. Und von den Becken da oben nehme ich immer das Wasser raus. Da ist ein normaler Filter drin und das steht da meistens dann so eine Woche drin oder eine halbe oder ein paar Tage, je nachdem wann ich den Wasserwechsel mache. Ich fülle das ja auch täglich wieder auf und so kriegen die nicht ganz Leitungswasser, sondern so ein bisschen ja, angereichert, würde ich jetzt mal so sagen dazu. So, wenn ich jetzt hier meinen Finger daneben halte, seht ihr schon die Größe der Tiere. Und jetzt, wenn man ranzoomt, erkennt man auch schon echt ganz schön viel, wenn man das mal so vergleicht. Und man sieht natürlich auch, dass sie fleißig fressen. Und das Schwierige jetzt gerade in diesen nächsten Wochen wird sein, dass man die Tiere nicht überfüttert, weil natürlich die Schwimmblase jetzt auch noch am Wachsen ist. Das hatte ich, glaube ich, schon beim letzten Mal angesprochen. Den einen Tag hatte ich ein bisschen zu viel reingegeben. Da lagen dann auch alle so ein bisschen auf dem Boden mit ihren dicken Bäuchen. Da muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen das Verhältnis bei meinen Artemia-Zucht-Dingern finden. Ich habe mir jetzt auch neue Artemia-Eier gekauft und Artemia-Salz. Und ich habe von einer lieben Zuschauerin hier die 2 Geräte mir zugelegt oder gebraucht erworben. Ich wollte jetzt nicht neu kaufen, ehrlich gesagt. Ich wollte nämlich 2 Stück haben. Einer der rechte, also ich tausche die immer hin und her, der linke, den habe ich gerade neu gemacht und ja, genau. Und die verfüttere ich dann im Wechsel. Und ich möchte jetzt auch mit dekapsulierten Eiern verfüttern, weil man sieht, hier sind noch wirklich noch ein paar Eierschalen drin, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen habe ich jetzt dekapsulierte Eier gekauft, um dem gegenzuwirken.
Banana Worms kriegen sie jetzt nur noch selten. Was kann man noch erzählen? Ja, schaut euch einfach so ein bisschen an, ne? Die fressen ja echt gut. Und ich gebe Artemia ein bis dreimal pro Tag, je nachdem. Ich versuche halt vielleicht auch mehr zu füttern, mehr kleinere Futtereinheiten dann zu haben als eine große. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Ansonsten gibt es gar nichts mehr zu erzählen. Ich wollte euch ja auf dem Laufenden halten, wie ich das sonst auch immer getan habe. Und ich glaube, das ist ganz gut, wie man das hier sieht. Ja, bei dem Kleenbecken ist ja immer wieder das Gleiche. Das Problem ist immer, es sieht schnell dreckig aus. Ich habe jetzt auch noch ein Stück Seemandelbaumblatt reingeschmissen. Ich habe welche gekriegt jetzt. Zum Glück. Meine waren nämlich alle. Und ja, die Pflanzen werden jetzt immer noch ignoriert. Also die halten sich eher da im unteren Bereich auf. Die Temperatur ist gerade auf 25,8 gestellt. Die werde ich jetzt kontinuierlich senken, bis ich nicht mehr die Heizmatte hier brauche. Die LED zeigt gerade, dass das an ist. Das ist auch noch so ein Trick, den ich anwende, dass nachts dann auch öfters mal das Licht hier brennt. Das ist nur diese leichte LED. Die liegt hier so drauf. Und ja, dass die Tiere auch zum Essen angeregt werden. Und zum Ruhen ist ja sowieso mittags immer alles aus für ein paar Stunden. Von daher ist der Tagesrhythmus auch ein bisschen anders. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Das mit dem Wasserwechsel läuft sehr gut. Also da kann ich mich gar nicht beklagen. Und ich hoffe jetzt, dass wenn ich jetzt nochmal Tiere ansetze zum Verpaaren, dass es dann auch noch was wird. Wobei mein Weibchen sieht leider ganz schlecht aus von dem Blauen. Das hat eben auch noch Selbstmordversuch begangen und wollte in den Schlauch rein oder ist in den Schlauch reingekommen. Ich weiß nicht, was mit dem Fisch los ist, aber ja, ich hoffe, dass sie das jetzt so übersteht. Und dann werde ich irgendwann nochmal einen Zuchtversuch mit dem Blauen starten, aber bis dato sind das nur die Weißen. Ob ich die Fancy jetzt nochmal ansetze, ist eine Frage, weil eigentlich wollte ich gar keine farbigen Mixe mehr. Ja, das ist so der Status und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut und würde mich über ein Like und ein Abo und wenn ihr das Video teilt, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Das mag YouTube, wenn man sowas macht und natürlich, wenn man den Kanal kostenlos abonniert hat. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!